Vielleicht kann man hier hinten lang. Oh, man kann da lang. Was soll man da lang, ist die Frage. Häng fest. Ja, du musst außen, ja. Ich glaube, man soll da nicht lang. Wir tun es jetzt aber. Ja. Hier waren wir doch auch schon, oder? Ja, ist er wieder hier! Tiki! Wir laufen literally im Kreis. Es ist unbelievable. Tiga! Sind wir wieder hier? Wir müssen irgendwie hier diese Dinger triggern. Aber wie? Ja. Komm noch mal ein Stück weiter nach unten. Die Kamera sich noch bewegt. Nee. Wie zum Fuck triggern wir das? Wir haben es vermasselt, Asterix. Wie vermasselt? Hä? Wurde uns das am Anfang gezeigt und nicht wiederholt, oder was? Wir haben kein Gehör dafür. Digga, ich glaube, es wurde uns am Anfang gezeigt und nicht wiederholt und wir müssen jetzt halt raten, wie es ist. Das ist so ein fucking Joke. Also, der da zuerst. Hier, der hier zuerst. Nein, 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 wir sind dumm. Warum? Guck mal, was da hinten ist. Hinter uns. Was da in großer Weiß gezeichnet ist. Ja. Und jetzt guck mal, was passiert, wenn man drauf schlägt. Vergleich ja, mal. Ja, okay, come on, Digga. Das ist aber lächerlich. Okay, oh, warte. Das ist echt lächerlich. Erst das. Ja, dann der hier, dann der da drüben. Dann der da drüben. Der hier wieder. Zweimal. Der da drüben. Okay, aber dann bleib ich da drüben. Ja, okay. Ah, ja doch, noch zweimal. Jetzt einmal den Dreier. Und den da nochmal. Ja, okay, aber das ist schon Schmutz, Alter. Das hätte man wenigstens so markieren können, dass es hier auf dem Boden oder sowas ist, ne? Dass es nicht erst erscheint, wenn man draufschlägt. Weil wer achtet da schon drauf? Auf diese Effekte. Also mal ganz ehrlich. So, aber zweite Frage, was hat das jetzt aufgemacht? Ja, ich hab keine Ahnung, ich glaube hier die Tür, oder? Das hier? Ja. 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 Okay. Okay, 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 okay. Wenigstens bin ich noch drauf gekommen. Ja. Lol. Wen wurzeln die denn da? Kann ich nicht den Kriegshammer nehmen? Schade. Nein. Schade. Du hast ein paar Mal gespawnt. Ja. Was wird denn das hier, Jungs? Könnt ihr es nicht kaputt machen? Ich kann da gar nicht hin. Nevermind. Na komm, verreck. Verreck doch. Stimmt doch endlich. Junge, wie viel Leben hat der? Oh, ich bin tot. Oh, das ist schlecht, weil die Kamera bleibt hier unten. Ah, ich bin wieder da. Okay, nice. Ah, da. Kriegshammer. Jawohl, ich habe auch einen. Wo soll ich die ganzen Bogen schützen? Ah. Frage geklärt. So, noch eine. Ja. Irgendwo müssen noch zwei sein. Das ist wenigstens ganz nett, dass es jetzt eine Anzeige gibt, wie viele Gegner noch existieren. Das stimmt. Wobei es auch nicht neu ist. Das gab es ja in jedem XXL-Spiel bisher. Also außer XXL 3. Ja. Ist das einen. So? Gibt es mehrere? Warum ist der Käfig jetzt einfach random offen? Und warum kann ich mit dem nicht quatschen? Frage über Fragen, Alter. Den lassen wir jetzt einfach stehen, oder was? Beantwortet. Den lassen wir jetzt einfach stehen. Okay, cool. Oh, Bretter. Meine Lieblingswaffen. Warte, jetzt sind wir wieder hier. Ja, toll. Und wo geht's jetzt weiter? Ah! Ja, aber... Guck mal, hier konnten wir rausgehen. Au! Oh, hier drüben. Lol. Well. Well. Okay. Okay. Ja. Gut. Aber nee. Okay. Och, nicht schon wieder so Musikdinge. Ah, oh, Mann. Shit. Okay. Dann da unten und dann wieder dann da oben. Dann wieder unten und dann meiner. Ja. Perfekt.
Okay, was aber das jetzt getan hat. Hier offen. Okay. Ich denke, wir sollten auch nicht mehr allzu lange machen. Die Konzentration gibt langsam den Geist auf. Ja. Lass uns den nächsten Kampf noch machen oder den nächsten Typen befreien oder so und dann machen wir Ende, denke ich. Kann man den Typ speichern? Blöde Frage. Nein. Nee. Dann müssen wir doch warten, wann es automatisch speichert. Beziehungsweise, nee, das Level muss ja eigentlich bald rum sein, oder? Wir spielen das Level jetzt seit einer halben Stunde laut Timer in deinem Menü. Gut, wir sind noch ein bisschen blöd durch die Gegend gelaufen. Ja, dann aber wird das bald vorbei das sein. Das wird nicht mehr so lange gehen. Sagen wir noch, dieses Level zu ändern. Ja, dann. Ja, ja, ich denke, das passt dann. Okay. Toll. You coming? Ich komm. Sehr gut. Ich hab nur noch eine Keule mitgenommen. Sehr gut. Wieso ist eigentlich meine Dingsleiste schon wieder leer? Meine Special-Leiste. Ich hab sie noch die geht automatisch leer. Echt jetzt? Auch wenn man sie nicht nutzt? Ja, das ist wie die Kombo-Leiste. Oh Mann, das ist tatsächlich wie die Kombo-Leiste. Nur dass Kombos so cooler sind. Warum? Hä? Tika. Dann halt nicht. Oh mein Gott, was passiert? Schieberätsel. Weil ich Schieberätsel so liebe. Ich hau mal den Schalter. Ach, ich kann den Schalter nicht hauen. Nevermind. Ach so, das ist der Schalter, das ist das Ziel. Warte. Ich glaube, ich kann auf den Block drauf, oder? Warte. Ich wollte das Ding nach unten. Alan. So. Okay. Warte. Ja, okay, kannst du den jetzt noch schieben? Ja, okay, dann schieb den mal da rüber. Vielleicht kann ich noch auf den Felsen drauf. Nee, der ist zu hoch, glaube ich. Ja, lol. Okay. Da brauchen wir doch Chemotherapie. Ja, perfekt. Oh, ich glaube, wir haben das Schieberätsel gerade gebrickt, weil diesen Block kriegen wir jetzt nicht mehr da weg. Ah, okay, doch. Ah, du bist klein genug, um vorbeizukommen. Okay, sehr gut. Ja, aber trotzdem. Also, du sollst nicht ich verkloppen. Ja, das ist das, was ich mit diesem Magnetengemaltdönsel meinte. Ups, Verzeihung. Ich kenne meine eigene Stärke nicht. Ach, erstmal. Ja. Ich sehe den Sinn hinter diesem Stein nicht. Ja, ich schon. Ich muss da drauf, beziehungsweise einer von uns. Ach so, ja, du musst da drauf, weil du bist schmal genug da durchzukommen. Ach nee, weil wir können den Stein da nicht durchschieben. Denn dieses Ding muss hoch. Das ist im Weg. Moment mal, ich hab eine Idee. Oh ja. Geht's da oben? Ja. Ja, da geht's lang, oder? Nee, ich brauch was. Ich brauch was zum. Oh, warte mal, hier geht's zum lang. Smashen. Ah, nevermind. Geht's weiter. Oh, oder wir gehen einfach hier lang. Das geht auch. Oh, nee. Ach, Digga. Alter! Wird ja aber schwieriger. Alter, was? Welche? Ich glaub, der rechte jetzt. Ja. Okay. Ach, das nein, war's schon, oder was? Endlich. Ja, was ist jetzt passiert? Wo geht's weiter? Hier waren wir doch schon, oder? Ich glaube, wir haben wieder eine Abkürzung freigeschaltet. Ja, lol, wir sind wieder ganz am Anfang. Ah! Oder warte. Das ist ja auch noch eine Abkürzung, die wir triggern können, glaube ich. Ah, nee, jetzt sind wir hier. Oh Gott. Ja, Moment, aber es trotzdem noch ein bisschen triggern können. Warte, das mache ich kurz. Ah, das mache ich kurz. Ja, genau so nämlich. Hier. So. Dann haben wir die auf jeden Fall auch mal. Aber da müssen wir trotzdem bei dem Stein davon wahrscheinlich weiter. Ja, aber ich habe jetzt ein Brett, das reicht mir. Das bringt dir nichts. Ich weiß nicht, was du damit vorhast. I see. Gute Idee. Ja, Mann. Nice. Sekunde. Jetzt. Da muss man schon echt um die Ecke denken, Alter. Ja. Apropos um die Ecke denken. Ah, doch, ich kann da raus, okay. Junge. Ist gerade so nicht zu fett. Ja, Alter. Diese Schlagmechanik. Alright. Nice. Und jetzt können wir darüber jumpen. Da muss man schon ein bisschen um die Ecke denken. Das muss man den lassen. Ja, true. Dass ihr nichts vom Chat mitbekommt. Hä, was für? Ich lese den Chat die ganze Zeit. Ich sehe, dass ihr die ganze Zeit da am Blockieren und Nachrichten der schon seid. Ich find's gut. Passt doch. Funktioniert doch. Ja, aber wait a second. Jetzt sind wir nur wieder hier, wo wir gerade herkamen.
Digga, was zum Teufel? Nein, geht sie doch woanders hin? Nee, einfach nur von hier kamen wir. Hier haben wir ja gerade erst aufgemacht eigentlich. Bist du sicher? Ja, ziemlich. Ja, klar, von hier kamen wir. Auf jeden Fall. Hätten wir ein Battle. Naja, 100%. Von hier kamen wir. Ja. Oh, nee. Hä? Ich bin jetzt komplett verwirrt. Aber, okay. Ah, ich glaube, wir haben jetzt wahrscheinlich diese Tür hier aufgemacht, oder? Vielleicht war die vorher zu. Ah, ich habe keine Ahnung, Digga. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe gar keinen Plan. Game Design, meine Freunde. Game Design. Game Design. Junge, ich stehe einfach hinter ihm und klapp sie mit dem Rücken. Was ist mit ihm? Oh, hier, nehme er den Kriegshammer. Nee, ich hatte gerade den anderen. Nimm du den. Ich hatte vorhin schon den anderen. Schön. Oh, ne, er ist sogar noch da. Nice. Ja, da hinten. Dein Musiker ist sicher, Radio Gagax. Danke. Ich hoffe, das ist der letzte. Nein, natürlich nicht. Oh, ich hab eine Klampfe. Oh nein. Hä? Du hast noch nicht getroffen. Doch. Also ich kann jetzt nicht treffen. Ah nee, das war schon. Wir waren schon mal. Oh nein, wir sind. Oh. Junge, wo müssen wir lang? Was? Komm mal zurück, bitte. Meyers Game mit RPG-like. Okay, I like. Dafür gibt es viel zu erkunden, Minigames und eine Story. Cool. Mehr als dieses Spiel hat. Wahrscheinlich auch besser. Oh, probably. Jetzt sind wir wieder hier. Ich bereue es jetzt schon, das angefangen zu haben. Also ganz ehrlich, da gefällt mir, dass XXL3 so langweilig und straightforward war. Oh ja, man hat wenigstens verstanden, wo man ist. Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem ersten Typen. Jetzt sind wir hier! Ich glaube nicht, dass wir in diese Richtung richtig sind. Ne, weil hier mit der Musik, da waren wir das. Hä? Ich bin verwirrt. Der Widder wird im Hintergrund gefoltert. Ja, wahrscheinlich. Oh, warte mal, die haben wir doch nicht gemacht, oder? Mit diesen Platten. Stimmt, das war die Druckplatte, wo ich gesagt habe, hey, ich habe hier eine Obelix-Druckplatte gesehen. Die wir ja offensichtlich nicht gebraucht haben, möchte ich nur mal erwähnen. Toll, wie kommen wir nicht mehr raus? Ja, keine Ahnung, ich komme auch nicht mehr raus, weil die Tür wieder zugegangen ist. Ja, okay. WTF, jetzt kommst du nicht mehr nach. Ja, das war's halt. GG. Ah, nee, jetzt geht die Tür wieder auf. Weil ich hier den Schalter habe. Achso, ja, cool. Ja, okay, warte, dann kann ich, Obwohl, doch, warte. Ja, leg den Gegenstand drauf. Ja, kannst du mir den Hammer geben? Ja. Oh, lol. Oder auch nicht. Ist der jetzt gerade durch die Wand gefallen? Ja. Warte, du musst erst hier das Ding triggern. Ja, stimmt. Oh mein Gott, Alter. Vergesst immer, dass man Gegenstände auf den Dings legen kann. Fun Fact, XXL, UnfXXL läuft nicht auf Unity, sondern auf, ach, UnfXXL, XXXL läuft nicht auf Unity, sondern auf Unreal 4. And that's a fact. A fun fact. Oder so in der Art. An asterisk fact. Ja. Just a theory. A game theory. Was? Thanks for watching. Genau. Oh Mann. Oh, ich hab nur noch ein Leben. Lol. Ich würde sagen, da wir den Sound ausgemacht haben, merkt man das nicht mehr. Aber man wird es auch mit Sound nicht merken. Von daher, was soll's. Ich geh mal auf die Bogenschützen. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Piss. So. Ich auch irgendwo hier unten. Ich weiß es nicht. Ich sehe es nicht. Du bist da links. Ja, ich hab da irgendwo unten Bogenschützen geklärt. Aber da oben sind auch noch Bogenschützen, glaube ich jetzt. Ja, hier, da. Jawohl. Um. Jawohl. Okay, versammle Radio Gagax Gruppe. Ja, wie machen wir das? Ich will mal gucken. Ob es jetzt besser ist. Ja. 50 und ISO mal auf 50. Ist besser, oder? Ja, also ich höre es. Ich glaube, es ist besser. Ah! Oh. Ah! Und ich glaube, es hat gespeichert, oder? Oder? Vielleicht? Weiß ich nicht. Ja, ziemlich sicher. Ja, aber wir sind Lager. Vom Lager safe das. Oh mein Gott. Ich glaube, das hat bestimmt gespeichert.
Glück des Tüchtigen, Errungenschaft. Okay, ich weiß nicht warum, aber cool, I guess. Sollen wir? Ja, hau rein, hau rein. Sag ja. Wird schon passen. Guck mal, wenn du bei Laden jetzt auf Laden gehst, was da jetzt so steht. 40% des Spiels haben wir durchgespielt? GG, easy. Das spielen wir im nächsten Stream durch, das sag ich dir. Wir machen das im nächsten Stream fertig, weil der Witz ist, wir haben nicht alle Helme eingesammelt, glaube ich. Also wir haben nicht alles gefunden. Relativ sicher. Warte, das kann ich hier doch sehen, guck. Ja, guck, Galdin fehlt. Drogeda fehlt auch noch was. Tiberische Konzert haben wir einen übersehen. Ne, haben wir zwei übersehen. Ja, lol. Also da sagen wir, dafür, dass wir uns überhaupt nicht nach denen umgesehen haben, haben wir viel zu viel mitgenommen. Ja, das sowieso. Gehen wir weiter noch. Hibernische Spiel ist das nächste Level. Dann nochmal weiter. Klippen von Droge da. Das war's. Ja, wir sind halb durch mit dem Spiel. Ja, cool. Jo, Leute, das war also der erste Asterix XXX. XXX. Der erste Stream zu diesem Spiel. Ich hoffe, euch haben diese Let's Play Parts gefallen, die ich daraus geschnitten habe. Ihr könnt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr jetzt noch mit mir zusammen ein bisschen Spaß haben wollt, dann geht doch mal auf die Steam-Seite von dem Spiel und tragt bei den benutzerdefinierten Tags oben rechts in der Ecke Psycho-Horror ein. Und ich finde, das beschreibt dieses Spiel eigentlich ziemlich gut. Und wenn wir das schaffen, dass mehr Leute Psycho-Horror als zum Beispiel Anime taggen, dann wäre der ganz oben mit dabei auf der Shopseite angezeigt, wenn Leute sich dieses Spiel angucken. Und ich würde mal sagen, das wäre fucking funny. Also ich würde mal sagen, Leute, das machen wir möglich. Und damit entlasse ich euch aus diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Okay, also wenn wir es schaffen, dass mehr Leute das Spiel mit dem Tag Psycho-Horror versehen, als zum Beispiel mit 3D-Plattformer, Kampf oder Anime, dann wäre es oben mit dabei. Komm, wir müssen Anime besiegen. Dann wäre es oben mit dabei. Leute, wir starten eine Petition. Psycho-Horror versus Anime. Ich mach direkt eine Change.org-Petition auf. Ja, Mann. Junge, das wäre so göttlich, wenn da einfach nachher Psycho-Horror drin stehen würde. Das wäre so gut. Das wäre super, Alter.